Hier gibt's noch Schilde, ne? Ja, ist schön. Ich bin noch nicht dazu gekommen. 180, 170 ist das höchste. Ja, mal auf SMG und. Wo, wo, wo? Da, bei der Kiste mit Schilde, da wo Kupi steht. Achso. Ach toll, die sind alle. Ich hab 100. Oh, hier ist noch eine Kiste. Nehmen wir mal mit. Ich hab noch eine große Kiste gefunden. Mit dem Combat Rifle drin. 36 Schaden. Guppi? Klingt jetzt nicht so viel. Ne, ist auch weiß. Also hat keine besondere. Ich hab mit einmal Brand und 20. Vielleicht ein bisschen besser als meine, aber. Da steht übrigens immer dabei, dass zum Beispiel Feuer ist extrem effektiv gegen Leute, die weder Panzerung noch, ja, noch Energie haben, genau. Beziehungsweise wenn du jemanden ein Schild wegschießt, ist auch wieder Feuer sehr effektiv. Ja. Also erst mit dem Elektroschock-Ding ins Rockpratzen. So ungefähr. Ey, mal einen Schuss mit Elektroschock, dann ist das Schild weg und dann. Was hier? Ne, das ist weiter weg. Der steht hier oben. Das bekommen wir dann noch hin. Ganz toll, ich hab wie viel? 4 Raketen. Ach Gott, ich geh wieder nicht. Ach Gott. Ich bin gerade direkt vor meiner Rakete gerannt. Sorry, aber ich habe keine Fernkampfwaffe. Hier ist wieder ein SMG, ein grünes. Oh, sorry. Du hast eher Munitionsprobleme als ich. Oh, da kommt noch mehr. Bist du? Ja. Endlich, mit der macht man wenigstens Schaden, ey. Bist du halt SMG und Gubi spielst Sport, finde mir auch egal. Ja, muss Marco das entscheiden. Ich habe die jetzt bloß genommen, weil meine Schrotflinte erstmal überhaupt keinen Schaden gemacht hat. Also im Endeffekt müssen wir uns einigen, wer welche Waffen kriegt. Mir ist das mir wirklich egal. Also ohne Sniper wollt ihr eh nie. Oh, das hat also echt getan. Gegner, die sich bewegen. Das machen aber viele Gegner, was haben die so an, ja, sich nicht bewegen? Ich ziele mit dem Raketenwerfer an, jetzt will ich schießen und in dem Moment, wo ich schieße, bewegt er sich. Aber die bewegen sich immer gleich, also das ist nie so besonders, wie sie sich bewegen. Ich habe heute früh einen gehabt, der hat übelst geleckt gehabt, um überhaupt nie zu treffen. Aber richtig, wie das von irgendwelchen Lecks vom Online spielen kannst. Zurückgeruckelt oder was? Zurückgeruckelt oder was? Ja, richtig stark geruckelt. Also das war, nehm ja, da oben steht leider noch. Lass mich mal drauf pratzen. Da steht er. Nicht drauf treffen. Okay. Ja, er bewegt sich wieder. Er hat doch gestanden und du hast ihn getroffen, also von daher kannst du dich jetzt nicht bewegen schießen. Wie gesagt. Vor allem du stellst immer vollen Schuss. Du wirst nicht, dass du freie Fläche von Zielen brauchst. Ich bin ein Sniper, ich brauch freie Fläche von Zielen, wenn man es stoppt oder nicht. Hör jetzt auf, mir ständig den Schuss zu laufen, weil immer den ich abdrücke! Ich sollte übrigens wirklich versuchen, auf die Köpfe zu zielen, da leveln wir schneller. Tut mir leid, ich bin ja wohl weg. Ja, gut. Ich hab grad nie verstanden, was du gesagt hast, muss ich mal so sagen. Irgendwie hast du ganz viel Soundeffekte in die Höhe gestellt. Keine Sniper hat, ist das mit dem in den Kopf ziehen manchmal nicht ganz so einfach. Ich hab mir den anderen Waffen auch immer geschafft. Sniper Muni. Wow. Ja, klar, ich muss entsprechend ran, aber danke. Verdammt, war Kuh nicht mehr Nahkampf? Okay, Kuh war Nahkampf. Egal. Oh. Ich hab Nahkampf auf Kuh gelegt, so. Ja, ich auch. Bumm, Kopf ab.
Das ist ja mies. Keine Granaten mehr. Ups! Scheiß drauf. Wo kam der denn her? Alle in der Podium. Wie kann man hier oben den Sniper wegholen? Ja, welches Sniper? Das ist kein Sniper hier. Da oben stand irgendwas. Guck mal, hier sind wieder 29er mit 24 Schuss im Magazin. Also. Ein Medikit. Nicht so unmotiviert, Kobi. Vielleicht ist mal was, wo ich was verkaufen kann und Muni aufsammeln kann. Muni, ich geh mal zurück zu dem Bot, ne? Ach ne, manchmal, wir sollten hier noch drüber laufen. Da gibt's da wieder eine Kiste oder sowas. Ah, stimmt, verdammt. Naja, wenn was drin ist, nehmt's mit. Ich bin bist runtergefallen oder was? Ey, ich bin runtergesprungen, weil ich nach unten wollte. Nee, ist sogar bloß ein. Ach nee, wir brauchen dich aber hinten. Lauf mal rum. Weil da hinten kommen jede Menge fette Skack-Gegner. Also wenn ich die jetzt pulle. Das sind sogar zwei fette Kisten. Aber echt entscheiden, wer SMG macht. Also wie gesagt, wenn ich eine bessere Schrotflinte finde, dann hat sich's eh erledigt, aber mit der momentan. No way. Hast du Rush erstmal schießen? Also wie gesagt, ihr könnt es auch tauschen. Ich fand auch mit dem Kommando die Kombination Assault Rifle und Schrotflinte ziemlich cool. Also von daher. Bist du mehr Fernkämpfer, Marco? Die Assault Rifle ist eigentlich eine gute Mitteldistanzwaffe. Ja. Wie ich hier wieder keinen Schaden mache und er wieder auf mich geht! Dieses blöde Drecksvieh! Ja, nachladen. Neuer Revolver. Noch mehr Schaden. Noch mehr. Jo. Aber kein Feuerschaden mehr. Ungefähr 100 Schaden mehr im normalen, aber kein Feuerschaden mehr. Und ist ungenauer. Ich seh ihn nicht mehr. Die Raketenexplosion sehe ich nicht mehr. Ach nee, das geht mir ständig so. Ich kann nichts dafür. Macht immer nur Wumm. Ja, oh, da ist auch immer nichts dahinter. Brenn! Brenn, Motherfucker! Ich nie mehr. Wow! Danke. Das waren bloß Mehrzweckgranaten. Und da sehe ich das dahin. Wir haben fast alle die gleiche Muni ungefähr, das ist sehr trüblich, da kommt wieder was. Nö, haben wir nie. Da kommt mehreres. Aber ich erinnere mich, dass ich das für die Waffenkiste, die da hinten ist, nicht wirklich lohnt, dass wir die alle abbauen. Das ändert sich immer, Marco, die Waffenkiste sind zufällig. Kann sich immer richtig fett lohnen. Das letzte Mal hat sich nicht gelohnt, das ist richtig. Warum bist du nicht der Letzte, der Level abkriegt? Und warum fällt da was Grünes runter? Ah, super. Ach nein, ach verdammt. Jetzt kann ich nicht runtergesprungen, du bist so ein Held. Ich verwechsle mal K und F, wenn ich. Ist das Grüne immer noch unten? Ja, das können wir dann holen. Was hätte ich mehr? Das ist so geil mit dem Feuer, der ist tot, bevor er bei mir ankommt. Ist jetzt weg oder was? Nee. Klar, ich gehe jetzt weg, Benny. Munition alle. Schade. Munition alle. Ja, hatte auch gerade das Problem. Meine Sniper, meine Revolver-Munition ist alle. Da unten liegt welche. Vor allem, übelst wenig gedroppt, da kommt nochmal was. Ja, die Munition war hier immer.
Nee, eigentlich nie. Ich kann immer versuchen durchzurennen, dass irgendwas passiert. Ich bin mir immer hinten hin. Komm her, du Mistvieh. Aber ich glaube, das letzte Mal schon gefragt, ob die unendlich spawnen, Marco. Jetzt habe ich Berserker aktiviert, wartet. Du bist so ein Held. Schrotflinte, 31x11. Ich wollt Granate werfen, aber. Schrotflinte, 9x19. Und ja, Combat Rifle. Ich will mal schnell auf eine Terrible, auf meine Matte. Aber ich glaube, die Schrotflinte da rechts sollte eigentlich ganz cool sein. Ja, warte doch mal. Zwar bloß mit 20% Zielgenauigkeit. Damit triffst du auf den. Du musst mit der Schrotflinte eigentlich immer wirklich direkt vor die Gegner stellen, ne? Ist dir klar? Nee, Benny. Ich muss mich am weitesten in den Fernsehen stellen. Naja, weil du sagst, du machst keinen Schaden. Was weiß ich denn, wie du das interpretierst? Oh. Ich habe eine Elementar-Tech-Waffe und jetzt habe ich noch an der linken Seite einen riesen Kasten, wo ich nichts mehr sehe. Mann. Der labert dich zu, ja. Der erklärt dir halt, was dir in der Elementarschaden bringt. Toll. Will ich aber nie wissen. 11x31. Das Scattergun hier hat mehr als das andere Ding. Ja. 9x19 hat das Ding nämlich bloß. Scattergun ist übrigens bloß auf Englisch Schrotflinte. Dann werde ich einfach mal beide mitnehmen. Revolver. Ich glaube, ich kann bald einen neuen Laden aufmachen mit dem, was ich alles jetzt habe. Fertig sind wir mit der Quest, oder? Ja, wir können jetzt den Bot das Reparaturkit geben. Was denn Bot das? Achso. Ja, der hier rumlag, der blaue. Da. Da kriegen wir nämlich wieder ein größeres Inventar. Müssen wir aber noch aktivieren. Inventar-Upgrade habt ihr jetzt nämlich wieder. Kriegt wieder 3 Inventarplätze mehr. Sollte zumindest haben. Aber der gibt uns nichts diesmal. Der rennt bloß sinnlos rum. Und Schockkristall sind wir auch fertig. So, wo geht's lang, Navigator? Na, davor, wieder wo wir reingekommen sind. Ja, hier waren 4 Wege, deswegen. Das Ding ist immer geil. Das Ding ist mal geil, Alter. Also schließt doch wieder Schrotflinte, schön. Ich Schrotflinte hat Zielfernrohr, das ist richtig mies. Ja, bringt dir bloß 0, also ehrlich. Oh, das ist ein Feuerskack, den sollte ich aber nie mit Feuer angreifen. Ich hab mal so eine tolle Granate geworfen, ne? Jo, die heilt uns, danke. Oh Mist, bei dem Main Ding ist die Muni alle. Aua. Bam! Ja, toll. Danke. Das ist alles bloß. Ich hab bloß Revolver aufgenommen, das ist alles meine Munition. Die sollte eh voll. Irgendwie hat er gerade ein Handy geklingelt, aber klang das für mich nur so. Bei mir aber nicht. Keine Muni. Der schlüpft auch so, guck mal, der verbrennt einfach so. Bumm, tot. Ich krieg einen Haufen XP hier. Er hätte das so. Wir müssen jetzt nicht wieder alle platt machen. In your face. Und er verbrennt. Leute, da ist noch was. Jo, mal wieder dieses Video. Tot. 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 Noch Fragen? Ja, was macht der Skeck hier? Tot. Ja, Leute. Ich muss noch mal kurz die anderen Viecher töten. Du wirst ja immer mit einem Gegner alleine kommen können. Aber nie gegen 3. Oh, diese scheiß Gags, ey. Oh, toll. Ich helfe dir doch schon. Chill mal, Wilma. Aua. Hab mich irgendwas getroffen. Und du blockst wieder meinen Schuss ab. Yay. Ich bin Marco vorhin, oder? Kommst du mal vor.
Alter Schwede, ey. Dann wieder ein Stack. Bei mir echt die aus dem Nerv holen. Ach fuck, falsche Waffe auch noch genommen. Naja, egal. Ah. Seid ihr blind? Nö, wir schießen so andere Gegner als du. Kommen die alle her? Wir können doch einfach weitergehen und versuchen wegzukommen. Ich glaube, Muni einsammeln. Ja, mach's halt toll. So. LOL? Verarschen? Richtig toll. Du aktivierst doch mal viel zu spät, also aktivierst du am Anfang. Du aktivierst halt immer, wenn alles vorbei ist. Das ist eine doofe Angewohnheit. Ich hab noch 3 Schuss in meinem Revolver. In meinem Überrevolver. Ich hab ja auch Munition, die ich nicht brauche. Das ist schön. Dann lass ich jemanden anderen. Hier liegen einen Haufen Supportampullen rum, die hätte ich alle vorhin gebrauchen können. Hättest du dir genommen? Die lagen auch vorhin schon rum. Das ist so toll. War schon tot. Das Hinterteil nochmal richtig hochgegangen. Das macht's auch ohne, dass du drauf schießt. Ich hab keine Lust, die ganzen Gegner nochmal zu killen, die hier hoch. Ja, das wäre jetzt ein guter Zeitpunkt zum Aktivieren. Ja, oh, zumindest deutlich besser als vorher. Vorher wird machen wir das. Hab ich doch gar nicht, ich hab eh einen vorher tot gemacht. Da kommt sie wieder. Bumm, tot. Alter. Oh, ich hab gar keine Munition mehr für meine aktiven Waffen. Das ist natürlich richtig kacke. Vor allem droppt doch für mich keine Munition, das ist ja richtig nett. Denkst du, wie es für mich die ganze Zeit immer aussieht? Tja, ich geh mir Munition kaufen, hier gibt's doch welche. Oh, endlich. Marco, hast du noch Spaß? Marco hat immer Spaß. Der redet aber nicht mehr mit uns, wie es scheint. Marco? Marco? So, bei dem war das Telefon geklingelt. Ach so. Vielleicht ist es deswegen noch beschäftigt. Sie wird nämlich immer noch von Amphi gejagt. So. Es ist nicht so einfach, mit nur einer Hand zu spielen. Hab ich mir schon fast gedacht. Hört. Vor allem, wenn wir alle weg sind, ne? 160er Shield mit einem 30% Gesundheitsboost. Ich will nochmal 260er Shield, ey. Das ist so übel. Lila Schilde. Übrigens, Gold ist noch seltener als Lila, ne? Marco, willst du noch die 10 Schaden mal 1 Randdingens SMG? Marco? Nee, will ich nicht. Gut, dann verkaufe ich's dann nämlich. Oh, da ist doch eine New Use Station. Den Rocket Launcher verkaufe ich jetzt, der bringt dann nichts. Er hat zwar mehr Schaden, aber der bringt halt bloß diesen Schockschaden mal 4. Der hat ja gerade überhaupt nicht gewirkt bei den Viechern. Bei den anderen können er vielleicht wieder wirken, aber sobald wir irgendeine Höhlenfarm machen, da kotze ich total ab. Soll ich den behalten, oder? Ja. Also wenn du nicht irgendeinen anderen Raketenwerfer hast, irgendeinen sollst du behalten. Welcher ist, na egal. Dann je nach Einsatz halt anwenden. Genau. Ich hab mal eine Machine Gun, mal 29. Level 4. Ach, weg damit.
bin ich mal gespannt, ob Pistolen auch der Revolver dazu zählen. Ah ja, okay. Revolver zählen auch in die Pistolen-Kategorie. Das ist geil. Ich habe jetzt auf Pistolero geskillt. Ich probiere jetzt mal in einem Revolver Party machen. Felix? Ja, warte doch mal. Ich bin noch beim Kaufen. Oh, so viel gibt's doch gar nicht dort zu kaufen. Hä? So viel gibt's doch dort gar nicht zu kaufen. Lass mich halt machen. Brauch halt ein bisschen länger. Ach, Feuerschaden ist einfach lustig. Wenn es nicht gerade ein Feuerelementar ist, macht der übelst viel Schaden. Mhm. Der vierfache Feuerschaden. Wenn du schießt zweimal drauf und das ist dann tot tickern. Also wenn ich auch mal eine gute Feuerschaden Combat Rifle oder SMG finde, nehme ich die. Das ist einfach so übelstes Glück, dass es zu kaufen gab hier, diesen Revolver. Das war am Ende von der letzten Folge, ne? Mhm. Da gab's den halt zu kaufen. Lila Ding, ey. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es, wenn wir zu dritt spielen, deutlich mehr seltene Sachen droppen. Beziehungsweise überhaupt verfügbar sind. Naja, ich würde sagen, es fällt dir bloß mehr auf, weil du es einfach mehr passende Sachen auch findest. Sag ich mal, wenn du alleine spielst, brauchst du ja 9 oder 2 Waffen. Ja, aber selbst da habe ich, glaube ich, fast nur grün gefunden. Ich habe ein oder zwei Mal auf Level 30 lila gefunden, dann hat es aufgehört. Ich bin der Meinung, es macht auch Sinn, dass es mehr bessere Waffen gibt, weil da halt drei Leute sich irgendwie den Loot teilen müssen, der sonst für einen droppt. So. Und da muss der Wert ja ungefähr gleich bleiben für jeden. Hm. So, ich bin fertig. Hast du es jetzt? Ja. Schön. Ja, aber du bist immer noch im Menü. Oh, sorry. Ich wollte dich mal poppen. Ja. Richtig schlecht. Sollten wir vielleicht auch eine Uhr hinstellen, damit ich es nie verpasse? Nach 2 Stunden. Ich muss zwischendurch immer kurz mal schnell weg da für 10 Minuten. Wenn dann könnt ihr ja irgendeine Quest alleine machen, ich bleib einfach irgendwo stehen. Hä? Nee, wieso musst du weg? Gehen oder? Fahr schon. Okay, du nimmst das. Guck mal! Platsch! Übrigens kriege ich jetzt gesunde, wenn ich Gegner töte, sehr lustig. Wo müssen wir denn überhaupt abgeben? Schwarzes Brett. Alles im schwarzen Brett? Okay. Bin mal weg. Ich dachte, du hast ja alles geholt. Ich weiß nicht mehr, wo ich es abgeben muss. Bin mal weg und gib einfach mal Gummi. Na, eins auf jeden Fall im schwarzen Brett. Aber wo die anderen sind, weiß ich ja nie. Warst du gerade die ganze Zeit bei mir drin? Mhm. Kopie war bei dir drin, ja. Vergiss nicht, den Ort des Laden reinzuschauen! Hat er einer das Auto geholt, der andere ist vorgefahren und dann ist einer eingestiegen. Level up! Da hab ich was verpasst. Kopie ist eins, der kein Level up ist. Vor allem diesmal bin ich übrigens weit hin. Ja, ich kann das Schockartefakt nicht mehr verwenden. Das ist für einen Jäger. Lustigerweise habt ihr jetzt alle das Schockartefakt für einen Jäger bekommen. Finde ich super. Nee, ich hab eins für Soldaten. Okay, das ist strange. Ich glaube, ich muss ja noch zusätzlich was nehmen. Aber es sollte eigentlich auch eine Assault Rifle bekommen haben für Level 7, die ist überhaupt nichts wert bei mir. Benny, sollte ich erstmal auf meinem Berserker den einen Skillstrahl vervollständigen oder kann ich auch schon was anderes hier oben nehmen? Ich habe mich immer für einen Skill erstmal, also für eine Skill-Spezialisierung erstmal entschieden und habe die komplett hochgeskillt, damit ich den meisten Bonus krieg. Hm. Ich habe auch mal 5 Punkte in einen Skill gepackt, damit ich halt einen schönen fetten Bonus da habe. Ja, ne. Aber das ist halt deine Sache, wie du es spielst. Ich habe hier noch maximale Gesundheitssteigerung und Schildsteigerung. Als Tank wäre es zum Beispiel gar nicht so schlecht, vor allem da die Schildsteigerung auch für das Auto gilt. Immer wenn ich einen Gegner töte. Aber dazu muss ich die Skillpunkte komplett resetten. Ja, kannst du doch. Ja, das braucht. Du brauchst aber Geld wieder, musst Geld bezahlen. Ja.
Was wollte ich denn jetzt eigentlich gerade machen? Ach, verkaufen. Hä? Shop Artifacts erfordert Klasse Berserker. Hab ich. Ach, ja. Weil ich schon eins drin hab. Ja, wenn du schon einen Schock-Artefakt hast, Level 1, kannst du nicht nur einen Level 1 Schock-Artefakt benutzen. Verbessert Briggs Berserker-Skill. Ja? Ja, die Artefakte verbessern deinen Action-Skill. Ja, und das andere. Briggs-Schläge verursachen Schockschaden. Ja. Das ist ja das Schock-Artefakt. Kommst du irgendwann mit, oder? Ja, warte doch. Wir können auch vorfahren und die Reise initiieren. Stimmt. Jo. Machst denn du jetzt? Hätten wir nie da rausgemusst. Lautkarte? Stimmt. Du bist schlau. Flaming Rocket Launcher. Ich glaube, ich nehme den. 3000 kostet der 214 Schaden. Tja, ist auch wieder Feuer, ne? Dann hab ich. Ja. Der eine macht hier auch, Mann, hätte ich mal vorher geguckt. Der eine macht hier 3x 139, aber dafür brennt er nicht. So, dann verkaufe ich mal schnell meine anderen Rocket Launcher. Ich habe gerade noch einen Job angenommen. Allerdings überlege ich gerade, Moment mal, wo ist denn der? Okay, die Legende von Mo und Marley müssen wir auf jeden Fall machen. Da sind wir schon 2 Level drüber. Die Scheiße, Ventilator ist Level 13, da sind wir schon. Ach du Schande. Vielleicht sollten wir die erstmal machen. Die haben wir, glaube ich, nämlich gerade bekommen. Soll ich jetzt den Shocking noch verkaufen? Ja, das ist. Was, alles, was du nicht brauchst, kannst du verkaufen. So, dann werden wir mal schnell den N hier ausrüsten. Warum sagt meiner, du schießt Scheiße, wenn du fährst? Lass uns tauschen. Dem Rätsel. Mit Kopie.